Hallöchen, willkommen zurück zu Chris Tales. Ich wollte jetzt eigentlich gerade zum Speichern rauslaufen und dann hat Crispel einfach mal hier einen rausgehauen. Ne? Alles scheint in Ordnung zu sein, ich sehe keine Schäden und das Kristallbild ist auch intakt. Curious. Let's look around. Bin gerade ein bisschen... Okay, passt. Ich wollte hier eh nur, ich wollte nur noch kurz speichern gehen. Ich habe meine Gruppe auch ein bisschen geändert. Ich habe Zaz wieder rausgeworfen, weil die jetzt nicht mehr storymäßig interessant ist. Also für den Kampf, der jetzt kommt. Ich habe jetzt wieder Wilhelm drin. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich gerne eine Analyse hätte von den Gegnern, die dann höchstwahrscheinlich da gleich auftauchen werden. Und ich habe auch ein bisschen was am Equipment geschraubt. Und zwar... Wait, Crisbell, are you sure you did I still have... Weil das immer automatisch kommt. Ich habe bei Crispel die trittsicheren Sandalen reingehauen. Das heißt, sie wird nicht wirklich heilen können. Das erledigt Wilhelm. Hier haben wir Magic Attack, da haben wir Attack drauf. Das passt schon so. Also gut. Ach, er ist wieder zurück und wieder hin, oder was? Ups. Ich bin bereit, komm. Okay, was kommt jetzt? It happened again, didn't it, Crisbell? The cathedral awoke something deep within you. Yes, I... Okay, was ist da los? Oh, it has a certain beauty that's quite captivating, doesn't it? Well, my ride has arrived. Perhaps we'll meet again in Crystallis. See you soon. Ach, mit der Blume. Was? Ihr habt den heftigen fucking Drachen? Sie ist geil. Oh. Dämme hochziehen. Dämme hochziehen. Das war geil gemacht. So kann man die... So kann man auch die Folge starten, oder? Regarding the lava wave, it appears to have resumed its motion. What is going on here? Miss Fenia, I know this is going to sound hard to believe, but the Millennium Rock, it was actually a giant egg. Oh? Wait, listen. The Empress used the Millennium Flower on it, and it hatched. It broke apart and a real-life dragon came out of it. Huh. I told you that rock looked strange. Ja, das stimmt allerdings. Ah, the Master Detective returned. The falling pieces caused a huge magma wave, and it's coming right for us. Everyone in Cinder and Sinisa is in danger. What? We have to start evacuating people. Wir haben die Dämme. Gally, stay here in Cinder. I'll head to Sinisa. There's no time for more explanations. What should we do, Crisbell? We need to make a decision now. Ah, evakuiert die Stadt. Benutzt die Dämme oder benutzt die Dämme und öffne die Ventile, die wir unter der See mit dem Buch, wo wir was gelernt haben. Auf jeden Fall, Dämme und Ventile. Use the levees and open the valves. Here's the mechanism to raise the levees. I hope this works.
Naja, gucken wir mal, ob Tuckner hier wirklich gute Arbeit geleistet hat, die immer noch da rechts im Bild ganz gemütlich ihre Glasdinger bläst und dreht. Everyone, run! This won't be enough by itself. Ja, ich dachte mir gerade so, die Welle ist ein bisschen höher, ne? The drain valves, down in the ruins. We have to open them and lower the lava level, quickly. The... what? No time to explain. And I doubt you'd understand. Get everyone out that you can. Go! Leave it to us. We'll get as many people out as possible. Warum das denn? Die Stadt ist doch sicher, wenn wir das hier machen. Even at my maximum speed, there is not sufficient time to travel to the ruins and open the drain valves. Können wir nicht beschleunigen? I'll stop time again. It's the only way. Again? Are you sure doing that time stopping thingy so much is healthy? I mean, I love donuts, like, a lot. But even I know. Crispell, are you insane? It's too much. Trying to wield that kind of power could kill you. Maestro, I have to do this. If I can't help these people, what good are my powers? Crispell, don't worry about me. I'll give you guys all the time I can. Now go! Ach, sie kann es die Zeit anhalten und die anderen bewegen sich ja auch mit, ah. No good at all if you're dead. Yet, you're right. You can do this, Crispell. Kay and I will activate the drain valves. Be careful. It will take a few minutes for me to interface with the systems. Ah, der kann es auf einmal hin. It is done. The valves have been opened. Finally! The lava is starting to move again. We need to go back and find Crispell. Quickly! We need to go back and look for Crispell. Yeah? Okay. I disagree. Based on my observations, Crispell would insist we ensure the safety of the citizens before returning to assist her. Idiot machine. After all she's done? Damn your mechanized logic. Fine. Let's get back to Cinder. Quickly. If only I could. Ah, wenn nur du auch so geile zeitmagische Kräfte hättest, huh? Huh, ja gut. Super Saiyajin-Modus aktiviert, sie fliegen rum, alles klar. Oh. Naja, ich meine, guck dir mal die Stadt an, die ist komplett unter Lava. Was haben wir denn jetzt schon wieder vergessen? Wait a minute. Where's Crispell? Has anyone seen her? Oh, sie ist tot, sorry. Not since she went to slow down the lava wave. Stupid girl. She probably feels responsible for all of this. We have to find her. Oh, jeez. Ich dachte, wir könnten jetzt mit den Ventilen alles mögliche. Oh, ja. Alles hinbekommen. Come on, all of you! You have to move! The lava wave is coming! Volcano, we have to go! If we stay any longer. We're. I'm sorry, Princess. We're not strong enough to make it. Wir haben euch. Leave us. Wir haben euch geheilt, ihr Pisser! Hallo? Euch ging's gut! We were. Going to die anyways. Was ist das denn schon wieder für eine Logik? I'm leaving you here. You're coming with me if I have to carry you all out on my back. Oh, hey. I made it just in time. I'm not letting you die. You? I can't keep this up much longer. Come with me. Eine freundschaftliche Hand.
Alright. I don't see Crispell anywhere. The lava seems to be going down. We have to go and look for her! Okay, ich habe da ein bisschen was anderes erwartet. So. Besseres Happy End? Crispell? Crispell, are you alright? Yes. I think it's finally over. Did we get everyone out? Yes, thanks to you. I don't know how you did it, but you stopped that wave in its tracks. Naja, ich würde nicht unbedingt sagen, wir haben die aufgehalten, wenn die ganze Stadt in Lava ertrunken ist. What the fuck? It took everything I had. If it was any bigger, well, thank goodness we opened those drain valves. Mm-hmm. Thank you all. You saved so many people. Okay. Gut, schön, dass die das so schön vertont haben. Did she just fall asleep? She's exhausted. Let her be. She can sleep in the mansion. We would be honored to have her as a guest. Naja, gut, aber ist euer Anwesen denn jetzt nicht auch von Lava überspült worden, oder? Nope! Nope. Das Anwesen ist völlig in Ordnung. Unter den Trümmern haben wir als Errungenschaft freigeschaltet. Oh! Ohne mich zu bewegen, nach... Okay, alles geil, passt. Okay. It's only a matter of time until Crystallis falls. The war is about to be over. So, what do we do? We have to stop her. There's no more time. We have to head to Crystallis and defeat her before it's too late. Well, that sounds like fun. So, I'm coming with you. Yeah! I mean, my sister is wrapped up in all of this. I might as well be too. Just not in such an evil, stabby, murdery way, you know? Evil, stabby, murdery way. Das gefällt mir. Sure. I mean, happy to have you. To be honest, we can use all the help we can get. Crystallis is not far. Steer your hearts, young warriors. What the frick? Wir haben immer noch nichts über Matthias rausgefunden. Wir fragen ihn noch nicht, ne? Hm. Volcano, I'm sorry I couldn't save the city. I wish I could have done more. No. You did more than anyone could have hoped. You saved the most important things in the city. Die Leute. Good luck with the Empress. You're going to need it. Ja, danke für die Hilfe. Thanks, I guess, for saving my sister. Don't let it go to your head. Ich frag mich ja, ob... Oh, wie hieß die da oben? Wie hieß die dritte Schwester gleich nochmal? Lava? Ob die nicht unter der Fuchtel von der Kaiserin steht? Thank you for helping me complete my cure. Miss? There's no time to rest, though. I have to work on healing the people injured by the lava wave. All of our work creating this medicine is worthless if we can't stop the disease at its source. Ach, und dass selbst Tod verursacht, dass Sulfur noch so viel Leid ist. Okay. Nicht vertont, gut. Thank the lady the evacuation went smoothly. And thank you as well, Crispell. We will meet again. Perhaps sooner than you might imagine. May the lady watch over you. Oh, ich hoffe natürlich, dass wir uns eher sehen. Also ja, mit deinen Hörnchen und deinen roten Haaren und deinen schwungvollen... Oh. Ha. Und ihr zwei? Oh no, the mechanism has been activated. Gally is gonna kill us. Should we run? Then she'll kill us for abandoning our posts. We're doomed! Ja, gut, die regen sich immer noch über das Aktivieren des Mechanismus auf. Alright.
Damage. Kein Problem. Die Lavawelle habt ihr wohl nicht so mitgekriegt, ja? Können wir bitte noch pennen? Welcome. Ah! Warm bed for everyone. It's only 200 marbles. Ich weiß, wir sind vollgeheilt, aber guckt euch mal das. Ja, komm, wir schlafen da drin. At your service. Come with me. Immer hereinspaziert, meine Tür ist sowieso verbrannt. Nice. Als würde das noch funktionieren. I'm not running. Yo, ich würde nicht unbedingt drin schlafen wollen, aber okay. Das ist cool, dass sie wenigstens hier davor steht. Welcome, welcome. Moment. We have the best equipment for weary trek. Bin ich ja gerade durch durchgelaufen. I can't believe my storm managed to survive that wave, Meow. Shielding it with protective metal sure was a great idea, Meow. It'll take some time to recover all the merchandise, though. Still, that's better than nothing, Meow. Okay, lass mal kurz gucken. Sie sagt, es wird eine Weile dauern, alles wieder zur Verfügung zu haben. Aber sie hat alles zur Verfügung. Okay. Ach, manchmal ist das Spiel echt inkonsistent. Ja, das ist jetzt auch nicht so schön, ne? Dass man da einfach so in sie rein kann. Aber gut, hey. Welcome, welcome. We have the. Wollen wir noch was verbessern? Ja, wir können nur noch seine Sachen verbessern. Machen wir jetzt aber auch. Okay, das links haben wir schon gelesen. Das untere, glaube ich, auch. Ja, wird schon passen. Wir werten das nochmal auf für mehr. Immerhin Magic Attack. Einzigartige Waffe, die Sense des Wächters, die man durch die weitere Verbesserung der Sense erhält. Die Klinge wurde durch eine Klaue ersetzt, die einer Gottesanbeterin ähnelt, während einige kleine Details hinzugefügt wurden, um eine bessere Kontrolle zu ermöglichen. Eine große und höchst innovative Verbesserung der normalen Sense, bei der die Klinge durch eine schlitzende Klaue in Form einer Gottesanbeterin ersetzt wurde. Ein einziger Schwung dieser Waffe kann erschreckliche Schnittwunden verursachen. Am Schaft sprießen nun aufgrund der hohen Naturmagie, die durch die Waffe fließt, Blätter. Und dann werten wir das auch noch auf die Sense des Erlösers auf. Die letzte Stufe, jupp. Die ultimative Form der Sense. Naturmagie und Zeitmagie fließen gleichermaßen durch sie hindurch. Nur die Meisterartisanen von Crystallis konnten eine solche Waffe erschaffen. Relikte eines Chronomeisters, der mit dieser Waffe einst die Welt rettete, zieren diese Sense. Der lebendige Holzschaft scheint durch die Zeitmagie, die von der Klinge ausgeht, nach dem Zufallsprinzip mal vorwärts und mal rückwärts zu altern. Das ist auch ein cooles Detail. Oh, hey, Fenia. Miss Fenia. Just don't say anything. Huh? Leave now. Chase her. And promise me you'll put an end to whatever she wants to do. We will, Miss Fenia. I promise. All right. Dann nochmal hier. It was scary. The mom said I should not worry. We're going to be all right. Another tragedy befalls the kingdom. Our homes, our loved ones. It's just awful. Okay, wir gehen nochmal kurz einmal zu Tacna, ob die irgendwas sagt, von wegen, oh, ich bin so froh, dass wir das erbaut haben. Und dann möchte ich auch noch mit Charu und Kim quatschen. What's the point? It's gonna be ages until I get to work with those wondrous crystals again. Was soll was bringen? Hä? Können wir das wieder ausmachen? Nee. Ja gut. Our friends and families. Sagen die alle das gleiche? We lost everything. Also ist das jetzt gut gewesen oder nicht? Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig. Jeez. I can't believe it. Our beloved leader is gone. Ja, das ist aber auch schon eine Weile her.
Holy fuck. Immerhin die Laternen haben es gut überstanden. Hey. So, hier oben sollte ja alles Paletti sein. Das heißt, Jaru und Kim haben so ziemlich das einzige Haus, das völlig intakt ist. Na, was erzählt ihr mir so? Another tragedy in Cinder. At least we were able to save some of the people. Hallo? Ich drücke auf A, es passiert nichts. Okay, mit Kim können wir scheinbar nicht sprechen. Oh! Okay, die Truhe habe ich ja auch nicht gesehen. Nee, Kim möchte nicht quatschen. Ciao schon. Obwohl hier auch nochmal ein Fragezeichen auf, ein Ausrufezeichen aufploppt. Oh Mann, das Spiel ist echt buggy. Kann das? Es wirkt immer unfertiger. Aber wir sollten jetzt so langsam auch in die letzten zwei... Ja, wir kommen ins letzte Gebiet. Scheinbar jetzt da unten steht schon nur noch einmal hier Fragezeichen. Okay, aber... ich bin ein bisschen zwiegespalten. Bezüglich meiner Meinung vom Spiel. Es ist... Meine Meinung ist immer noch positiv. Es war ein bisschen teuer. Und es wirkt nicht ganz fertig. Also es sind noch ein paar Bugs drin, die ausgemerzt werden dürfen. Dass das Spiel... Ja... In der letzten Folge zum Beispiel abgekackt ist. Wegen... Zeitmagie und Gift. Ah, nicht so cool. Our home. I can't believe it. The whole city. Ja, nicht so cool. Das fühlt sich nicht so an, als hätten wir da was groß erreicht, ne? Ich möchte jetzt einmal kurz zur Schmiede. Seems like you can use the Sure. Ich möchte mal gucken, ob sich da auch irgendwas getan hat. Oder wo ist denn eigentlich der Millennium-Felsen hier? Der muss ja eigentlich... Der müsste doch eigentlich hier mittendrin gewesen sein. Do you want to land here? Yes. Ich steige jetzt trotzdem mal ganz kurz hier aus. Um nochmal zu gucken, ob es hier irgendwas gibt, aber... Nee. Gar nichts. Ja, nischt. Ja gut, nee. Dann lass uns mal zu... Seems like you can use the shoe. Sure. Zu Pauline gehen. Oder wir... Nee, halt, stopp. Do you want to land? Yes. Wir checken erstmal die City aus. Wie sieht die jetzt aus? Hat die sich auch groß verändert? Ich würde sagen, es sieht alles exakt aus wie vorher. Und ich würde sagen, die Bewohner sagen gar nichts... über die Lava? Okay, es sind keine Bewohner mehr da, weil die evakuiert wurden. Ich möchte aber mal ganz kurz was ausprobieren. Okay, der Händler ist noch da. Ich will wissen, ob der irgendwas dazu sagt. Pling. Es wäre cool, wenn der was sagen würde von wegen, oh mein Gott, was war das für eine krasse Lavawelle? Ah. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. This is quite the scenery, Jane. Oh, ja. Sorry, I was... Nee, genau das gleiche wie vorher. The Nomada were... Okay. Dann eben nicht. Schade. Wenn sie schon die ganzen Leute hier rauspacken, hätten sie dem auch noch einen anderen Text geben können. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach wäre das nicht schlecht gewesen. Aber gut. Man kann ja nicht alles erwarten. Das ist nur ein klitzekleiner Teil, aber es wäre schon schön, wenn da ja, ein bisschen was dran gemacht worden wäre.
Und nun, Paulina? Wir können es wieder normal mit dir reden, ja? Was sagst du zu deinem verhunzten Schuh? What was all that ruckus over there? I had to move out of the way when I saw a wave of molten lava coming towards me. And don't make me start on that giant flying lizard. I'm sorry, Paulina, but it's time for us to go save the world. Such big plans. Sounds like you're finally getting serious. How can I help? Guys, I realize I'm new and all, but that giant lady is speaking. And where's her other shoe? Paulina, we could use your assistance in getting to Crystallis. Das wiederum war cool mit dem Schuh. The Empress has a new pet dragon. The city won't last for long. Oh my, that sounds dreadful. Also, she has a giant's bow on her head. Has anyone else seen this? Should I be worried? I love your new companion's fashion sense. The whole one leg covered thing is very trendy. All right, my little friends, I'll take you there. Anything is better than this heat. Aber sie sagt nichts über ihren Schuh. Ah, schade. Schade, schade. Aber gut. Quatschen wir ein bisschen. I had not seen a dragon in over 1,000 years. I believe them to be extinct. 1,000 years? How old are you? I am 3,721 years old as of yesterday. Oh! Nachträglich alles Gute zum Geburtstag, Yugi. Yesterday? So, happy birthday! Thank you, but please do not tell the others. I would rather avoid any potential singing. Of all human habits, spontaneous singing is one of the worst. Happy birthday to you! Okay, nice. What's it like to be 3,000 years old? It is life. That is all. I have nothing else with which to compare it. Still, in all that time, the things you must have seen, must have learned. Perhaps. Yet in over 3 millennia, I have not answered the most important question. Why am I here? What is my purpose? As much as I have seen, I am no closer to understanding that than I was 3,000 years ago. That said, there is one thing I can say for certain. In these past few weeks, since I have met all of you, I have done more living than in the entire 1,000 years prior. Oh, das Englische ist viel hübscher als die deutsche Übersetzung. It's been a long time since I was in Crystallis. I suspect, unfortunately, it is now a city under siege. So many innocent lives at risk. This is even worse than last time. Last time? Never mind. There are people we need to protect. That's all. Er ist der Typ. Wusste ich's doch. I thought I could help the people of Cinder, but I couldn't even save the city. How can I hope to save Crystallis? Or to stop the cataclysm? Remember your lessons. Even as time mages, there are limits on what we can accomplish. I'm not sure we can defeat the Empress either. But that doesn't mean we shouldn't try. It's not about only fighting the battles we are certain we're going to win. It's about recognizing that your powers alone can't always solve everything. In Cinder, your power wasn't enough to save the city itself. How could it be? But we all pitched in and helped. And people are alive today because of it. Remember, Crystal, you're not alone. Was ich auch ein bisschen schade finde, vom Spiel her. Wir hatten ja ganz am Anfang die Mechanik von wegen, mach die Schwester nass, pack sie in die Zukunft, dann haben sie weniger Verteidigung, weil das Schild gerostet ist. Das ist jetzt gar nicht mal mehr so aufgeploppt während des Spielens, was echt schade ist. Hätten sie mehr machen können. Mein Vater versuchte mich aus dem Verlassen St. Clarity zu verlassen. Er sagte, ich hatte keine Ahnung, was ich mich in die Zukunft getroffen habe. After all this time, I finally decided he was right. Do you regret it? Coming on this adventure with me, I mean? What? No, of course not. That's not what I mean. It's just... the world is so big, you know? There's so much more to it than I realized. All the anger, all the hate I felt over my brother. Now? It somehow seems so
small compared to everything else we've seen. That must sound stupid. Nö, hört sich nicht albern an. It sounds to me like you've grown up a lot. Ja, doch. Never. I'm still a kid at heart. But maybe my focus has shifted. I don't think it's about revenge anymore. It's more like I want to make sure a bunch of other kids don't wind up like me. You know? Das ist sehr erwachsen. Zess! Apropos erwachsen. Now's not the time to roam around. We need to reach Crystallis as soon as possible. Was? Ich will doch noch mit Zess reden! I can't believe she finally did it. Kari finally killed Azufra. I feel so angry and sad. Also sleepy. It sounds strange to ask, but do you think it worked? Do you think she's happy now? Nein. I hate all these complicated thoughts. And maybe I'm hungry, not sleepy. Zaz. Keep it together, Zaz. You're the happy one. People like the happy one. Ja, aber du solltest dich nicht verstellen. Wenn du mal traurig bist, sei traurig. Man muss nicht immer Friede vor der Eierkuchen nach draußen, ne? Zur Schau stellen. Are you okay? Me? Yeah, doing great. Maybe a little hungry, tired. There should be a word for that. Gibt's dafür nicht irgendwas? Ich meine, für hungrig und aggressiv gibt's oder ja, gibt's auch hangry, wenn man vor Hunger schlecht drauf ist. Naja, aber da gibt's wirklich keine Kombination. Don't worry about old Zaz, though. I'm doing just fine. Können wir nochmal mit ihr? I'm doing just fine. I'm doing just fine. Sicher? Okay. Bist du dir wirklich sicher? I'm doing just fine. Okay. Ich glaub's dir ja. Vielleicht nochmal mit Pauline? One last trip. Onwards to Crystallis. I hope my clothes don't get messy. Okay, dann nochmal kurz sicherstellen. Ja, weil ich hier. Na egal. Dann quatschen wir halt nicht mehr mit Zaz. Why not get some sleep? We will be in Crystallis by morning. Yep. Dann einmal hüfttief ins Wasser eintauchen und dann. Das sieht mir fast aus wie so eine kleine Salzwüste. Und das ist der ganze Kontinent. This is it. Crystallis. Are you okay, Crispell? To be honest, no. I'm a little scared. I've seen what the Empress is capable of. I fear what she might do. Crispell. Don't worry, Crispell. We'll be right there with you. Yeah, we'll be right by your side. Yeah. I am not one to display affection. That said, even I agree with this sentiment. Thank you. All of you. I'm happy you'll all be with me at the end. I mean, I'm sure we'll be fine. No! Come. Let's head out, everyone. Crystallis needs us. And you, Crispell, need to work on your inspirational speeches. Okay, Paulina. This seems bad, my dear. There's a great deal of smoke coming from Crystallis. Ja, das könnte deine Kleidung schmutzig machen. Das wollen wir nicht. Okay, aufs Festland. Was gibt es hier? Nichts für uns. Das da ist die City, würde ich sagen. Das hier, oh, ist irrelevant. Okay, okay, okay. Das sieht mir nach dem Tempel aus, warum wir auch immer da noch nicht reinkommen. Ja, gibt nicht viel hier. Gibt nicht viel. Dann speichere ich hier nochmal. Und auf geht's. Zumindest mal reingucken können wir. Oh.
Die Stadt ist ein Dungeon. Ah, mit einer Magiebarriere abgeriegelt. Mhm. Willkommen, Crystallis. Oh no! We're too late. It seems most of the city has already fallen. So many dead. This can only be the work of the Empress's soldiers. Was? Damn it all. Not again. It's not over yet. The cataclysm still hasn't happened. There must be something we can do. There's lots we can do. Cry, pinch ourselves and see if we wake up, write a sad poem, or maybe we can find some survivors. Das ist geil. Ein trauriges Gedicht schreiben. Oh. Möchtest du mal nur kurz hier stehen bleiben wegen der Musik? Gefällt mir. Auch diese weibliche Stimme, die aber gerade noch zu hören war, jetzt gerade nicht mehr. Das ist nicht schlecht. Nice. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Wir haben Gegner aktiv, ja. Falls hier überhaupt welche auftauchen. Ich tippe mal stark auf. Jop. Truhen gibt es hier nicht. Auch nicht bei den Vogelhäuschen hier. Okay. Okay, dann geht's hier nach rechts weiter. Ja, gucken wir erstmal an. Neue Schuhe oder sowas. Hey, super. Gibt's hier vielleicht keine Gegner? Das meine ich mit der Frauenstimme. Nice. Aerosolkette? Verhindert Vergiftung oder wie schaut das aus? Ja, resistent gegen Gift. Mhm. Brauchen wir eigentlich nicht, danke. Und es gibt wohl keine Gegner hier. Kristalllanze. Die sehen cool aus, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was das darstellen soll. Wächter, ja. Künstliches Leben, höchstwahrscheinlich. What is that? Some kind of barrier? A last line of defense. Perhaps this city hasn't completely fallen yet. Given the current situation, this could be considered good news. Are those priestesses the ones maintaining it? Apparently. Hey, has anyone seen Matthias? Oh. Never mind that. We've got company. Moment. Wir haben nie was über Matthias erfahren, ne? Er hat uns ausgesucht. Oh. Arbeitet Matthias mit der Zeitmagierin zusammen und die brauchte jemanden, der diese Barriere durchschreiten wird. Oh, 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 oh. Kari! Hey, oh. Kari, no! What are you doing? My duty. Okay, hat uns doch nicht gebraucht dafür. Oh. Nice. What just happened? Geil. She has been frozen in time. Mother Superior and Mother Superior and Mother Superior? Du hast eine vergessen. Well, that certainly won't work. You're not my ward anymore, Crisbell. You've grown so much. Please, call me Elena. Oh, hallo, Elena. Mother Superior, I couldn't.
still the same sweet Krizbel I see. I am so confused. What's going on? Mm-hmm. Patience, young man. First, we have to get our people to safety. Find us at the cathedral in the center of town. We'll explain everything there. Oh, warte mal, die ganz links, die ist neu gewesen, huh? Und Kari ist weg. Gut, dann müsste es hier doch eigentlich noch eine Truhe geben. Ja, da unten. Ja, bitte ist nicht sowas Peinliches wie ein Mana-Trank. Dunkler Stahlhandschoner. Ja, das ist schon eher so mein Milieu. Das packen wir ihm jetzt einfach mal rein. Ah, nice Musik. Passiert hier auf dem Platz jetzt was? Nope. Außer, dass wir hier speichern. Krizbel, what you... I want to record. Und wir speichern hier nicht nur. Wir machen hier auch Pause für heute. Sind es halt nur so 40 Minuten. Passt aber auch. Ist eine schöne Länge, muss nicht immer dreiviertel Stunde sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir Krizbel erkunden. Macht's gut, bis dann. Ciao.